Okay, nun ist es jetzt raus. Nun ist es jetzt bestätigt und wir haben es jetzt offiziell. Wir werden Halo Infinite nicht für die neue Generation der Xbox bekommen. Meine Fresse, hab ich dabei ein Bullshit gequatscht. Ja, okay, nicht direkt ein ganzer Bullshit. Muss man dazu ehrlicherweise sagen. Was genau da rauskam, kann man nicht so wirklich sagen in meinem Video. Wer aber vielleicht beide Seiten sehen möchte, gerne natürlich oben in die Infobox schauen. Da verlinke ich euch auch natürlich das gute Halo Cluster Team, die auch ein Video dazu gemacht haben, was so mit Halo Infinite und beziehungsweise mit der Xbox Scarlett ja so auf sich hat. Aber kommen wir jetzt mal zum Thema, die PK beziehungsweise die Pressekonferenz von der E3 2019 ist nun vorbei, beziehungsweise für Microsoft. Microsoft beziehungsweise Xbox hat eine Menge gezeigt und ich meine wirklich eine Menge. Von kleinen Titeln bis großen Titeln, von ja, Übernahmen von Firmen, die tolle Spiele in der Vergangenheit entwickelt haben, sind jetzt im Hause von Xbox. Also, im Großen und Ganzen war die E3 für Microsoft echt gut, ja? Nicht ganz so spektakulär, wie ich das vielleicht behaupten würde, also es hat mich nicht komplett aus den Sesseln gehauen, aber es war wirklich gut. Doch jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, ich habe wirklich auf Halo Infinite gewartet und Halo Infinite kam. Aber nicht so, wie ich es mir erhofft habe. In einer meiner Videos habe ich ja gesagt, in dieser E3 muss unbedingt Microsoft bzw. Xbox irgendwas zu Halo Infinite zeigen. Gameplay, vielleicht irgendwas von Story, Multiplayer, also ein bisschen bla bla bla. Dasselbe habe ich mir auch echt wirklich für die Master Chief Collection gewünscht. Also ich habe mir wirklich gewünscht, was so mehr in die Materie eingeht, für PC, für Xbox, wie wird die Master Chief Collection weitergehen, wie wird Reach da etabliert sein, wird Reach besser aussehen, besser laufen, Bugs entfernt werden, irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas habe ich wirklich gehofft, dass sie was zeigen. In beiden Fällen war es eher mau. Die PC-Version zum Beispiel von der Master Chief Collection war wirklich so kurz gehalten. Es wurde nur erwähnt, dass man bald die Beta wirklich gut starten kann, beziehungsweise, dass man sich darauf vorbereiten kann, dass dieses Jahr Halo Reach rauskommen wird für die Master Chief Collection. Ja, okay, aber wann genau? Kein Schimmer. Man weiß auch, es kommt für die PC raus und man weiß auch, dass man das mit Pass unbedingt zusammenbringen kann, sollte vielleicht. Also den Xbox Pass, ne, es gibt ja auch eine höhere Variante jetzt schon, Ultimate. Wird auch mit dem PC gut zusammenlaufen können. Alles wunderbar, alles tofte. Ich weiß, man kann damit arbeiten. Aber mehr war es auch nicht. Ich habe ein bisschen Blabla, Talk, Talk oder sowas erwartet zum Thema The Master Chief Collection, PC und Xbox. Es war wirklich kurz und bündig. In ein paar Sekunden abgefrühstückt. Ja gut, und dann dachte ich mir, alles klar. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Als ich dann gesehen habe, es war so die letzte halbe Stunde oder ungefähr die letzte Dreiviertelstunde, weil es sollte ja eigentlich 2 Stunden gehen. Es ging im Prinzip, glaube ich, ungefähr 1 Stunde und 45 Minuten. Habe ich gedacht, boah, die werden jetzt richtig fett über Halo Infinite zählen. Dann kam es. Aus urheberrechtlichen Gründen kann ich euch den Trailer nicht zeigen. Daher guckt einfach mal bitte oben in die Infobox, da verlinke ich euch die Seite, die den Trailer komplett drauf hat. Es war also ein 5-Minuten-Trailer, vielleicht könnte man auch sagen, so einen kleinen Einstiegs-Story-Cutscene. Also, dass das nicht das fertige Cutscene in der Game ist, ne? Einfach nur, was könnte in dieser Story vorkommen? Hat man gesehen, einen Marine, der gestrandet ist im Weltall mit einem Pelican, der wahrscheinlich seit Wochen da abhängt und, ja, im Weltall findet er den Chief. Der schwebt da alleine einfach vor sich her und warum, weiß man nicht. Aber das Krasseste dahinter ist, er hat ja seine Halo 2-Halo 3 Rüstung an. Ich mag die Rüstung war tofte, nur die Rüstung sieht wieder mal ein bisschen anders aus. Erstens, warum trägt er die Rüstung? Man hat es ja Halo 4, Halo 5 gesehen, was er für eine Rüstung getragen hat. Jetzt trägt er diese Rüstung und er trägt sogar seine Kennziffe auf der Brust. Da fühlte ich mich ehrlich gesagt wieder an Halo Legends Geschichte erinnert. Halo Legends, also die Filmereihe, die paar Filme, wo ein bisschen was um Halo sich dreht, da kam das auch vor mit der Brust und Zahl und so, ne? Ihr wisst ja, was ich meine, hoffentlich. Also er trägt wieder die neue Rüstung, ist jetzt halt im Weltall. Man kann so ein bisschen, sag ich mal, die Grafik im Spiel genießen. Die Grafik sieht gut aus, ist auch leicht veränderter. Ich finde die Farben heller, ich finde das so ein bisschen ründlicher jetzt gemacht, nicht so düster,
eckiger, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es sieht aber trotzdem mal gut aus. Ja, und worum dreht sich weiter eine Cutscene? Irgendwas passiert, ein Licht geht auf, der Chief springt einfach weiter ins Weltall, vom Pelican aus, landet auf den zerstörten Halo 1 Ring, den man natürlich schon vorher gesehen hat, also sprich im Pelican hat der Master Chief rausgeguckt am Cockpit und sah den zerstörten Halo Ring 1. Okay. Also anscheinend dreht sich alles in Halo Infinite wieder um diesen einen Ring. Man landet da drauf, kommt wohl wieder in den Kontrollraum wie in Halo 1 und man hört Cortanas Stimme. Lässt natürlich viel Luft für Spekulationen auf und ich denke mal, diese Spekulationen kann ich später mal in einem anderen Video verwenden. Auf jeden Fall möchte ich euch erstmal erzählen, was in diesem Trailer vorkam und ich denke mir, okay, lass uns mal offen. Ich war so ein bisschen zwiegespalten. Eine Seite, weil ich eigentlich mehr erwartet habe. Auf einer Seite bin ich aber auch froh, dass ich noch ein Jahr Luft habe. Es ist ganz komisch bei meinen Gefühlen gerade und ja, auf einer Seite habe ich ein bisschen mehr an Informationen gehofft, aber gut, die kamen jetzt nicht. Groß und Ganzen ist der Trailer in Ordnung, könnt ihr euch gerne wieder reinziehen. Lässt Raum Spekulationen nach oben und ich würde mal sagen, in dieser Woche mache ich nochmal ein extra Video. Was, wieso, weshalb, warum, was könnte da vorkommen, etc. pp. Daher bin ich mal sehr gespannt, wie das in Zukunft mit Halo weitergeht. Und vor allem, kann ich euch auch noch nebenbei erwähnen, wurde die neue Xbox angekündigt. Also unter dem Projektnamen weiterhin Xbox Scarlet wird die neue Konsole sein und die wird als Special, wurde da halt erwähnt, released mit Halo Infinite im Jahre 2020 Weihnachtsgeschäftszeit, also so ab November. Das hat ja auch den Hintergrund, weil Halo 1 ungefähr vor 19 Jahren das Licht der Welt erblickt hat, zusammen mit der Xbox als Launch-Titel. Ich kann mich erinnern, dass auch in Deutschland solche Bundles gab. Ich hatte diesen Halo 1 Bundle halt nicht. Daher haben die gesagt, die werden Halo 2020 mit der Xbox Scarlett rausbringen. Das heißt, in was für eine Art von Bundle wissen wir noch nicht. Wie teuer die Konsole sein wird, wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, die soll vielmal stärker sein als die Xbox One X, hat eine SSD-Platte und ist voll die Monstermaschine. Ja, und was das Game an sich angeht, wir wissen auch nicht, ob das als Standardversion rauskommt, ob irgendwelche höhere Versionen von Halo rauskommen wird, ob es Sinn macht, zusammenzukaufen, nicht zusammenzukaufen als Bundle. Das können wir alle später bequatschen. Auf jeden Fall wird nächstes Jahr die E3 nochmal richtig, richtig krass. Also ich denke mal, die nächste E3 im nächsten Jahr, da werden wir auch Konsolenpower vom Feinsten bekommen. Von der Xbox als auch von den anderen Konsolenherstellern. Wahrscheinlich wird Sony da ihre neue Konsole präsentieren. Und ich gehe mal davon jetzt richtig stark aus. Nächstes Jahr E3 werden wir fette Informationen zu Halo Infinite bekommen. Wir haben ja noch die Gamescom vor uns. Vielleicht wird da noch irgendwas erzählt zu Halo Infinite. Müssen wir abwarten. Das war's an der Stelle. Ich werde jetzt mich hinlegen. Wir haben ungefähr 1 Uhr morgens und ich denke mal, es reicht. So, wie gesagt, besucht mal Halo Cluster Team. Ich denke mal, die werden noch zu dem Thema was erzählen. Vor allem haben wir ja 2 verschiedene Videos zum Thema Xbox Scarlett und Halo Infinite rausgebracht, wo ich sagte, es wird nicht rauskommen für Infinite, sondern nur für die Xbox One. Jetzt stellt man sich die Frage, kommt Halo Infinite überhaupt für die Xbox One raus? Aber das alles zum nächsten Video. So, wir sehen uns, haut rein und ciao!